Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hide the Time Quest. Und nachdem wir beim letzten Mal so sinnlos durch den Wald gelaufen sind, erforschen wir dieses Mal die Stadt Torras in der dritten Ära. Und da wir keine Bienennester suchen müssen, können wir das ganz entspannt tun und mal die ganzen Bewohner ausquetschen. Ein fremder Ritter. Das habe ich noch nicht gesehen. Aber wo kommt ihr her? Aus der Zukunft. Wahrscheinlich aus einem der Geheimgänge. Die gibt es jetzt überall. Selbst unsere Dächer sind nicht mehr sicher. Oh, das klingt doch interessant. Das ist ein total verrückter Bürgerkrieg. Ich hoffe, wir werden da nicht reingezogen, aber... eigentlich schon, weil wir sind ja derjenige, der geholfen hat, den Bürgerkrieg zu beenden in der nächsten Ära. Großer Gott, ein Ritter! Ihr solltet euch nützlich machen, anstatt in den Straßen herumzulungern. Man kann nicht mehr ungestört im Wald spazieren gehen, ohne von Bienen angegriffen zu werden. Wenn die Ritter die Nester der Bienen im Wald zerstören würden, statt Krieg zu spielen, würde es uns allen viel besser gehen. Ach komm, ich habe schon fast alle zerstört. 80% der Nester, also reg dich mal nicht so auf. Ich werde erstmal in den Laden hineingehen und schauen, ob da irgendwas Neues im Angebot hat. Ich hoffe hier auf violette Tränke, aber... Ah, das sieht schlecht aus. Hast du noch irgendwas zu sagen? Ich fühle, dass ihr ein Kenner seid. In Kriegszeiten braucht man immer meine Dienste, selbst wenn meine Preise hoch sind. Trefft eure Wahl. Nee. Lass mal stecken. Wenn ich was will, dann gehe ich lieber in die Vergangenheit, da sind die Preise günstiger. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal hier hoch. Hops, 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 denn da können wir ja nur von dieser einen Seite lang. Na, geh wo hoch? Und dann schauen wir mal, was wir hier so finden können. Ob wir welche von den Geheimgängen finden können, von denen der Kerl gesprochen hat. Eigentlich ist das hier ja schon einer, aber den gibt es ja schon seit der Ära Taskans des Ersten. Von daher zählt der nicht. Aber vielleicht finden wir ja einen Geheimgang in die Festung hinein. Ich hoffe doch. Toll, das war ja... sehr erfolgreich und sehr nützlich, da lang zu gehen. Gehen wir mal wieder hier lang und da und im Schmied vorbei. Und ich muss sowieso mal meine Rüstung reparieren lassen. Okay, hier ist nichts mehr. Reden wir erstmal mit dem Kerl, der beim Schmied steht. Und dann mit dem Schmied selbst. Geht weg! Geht weg! Ich will nicht mit einem fremden Ritter gesehen werden! Geht weg! Mach dir mal nicht ins Hemd, ich bin hier schon weg. So, was schmiedest du denn da? Ein Rundschild. Gar nicht mal das Schild, mit dem Banner von Toskan den Dritten. Guten Tag, Ritter. Ich weiß, dass ihr meine Preise für übertrieben haltet, aber es ist Krieg. Und merkt euch, kämpfen ist eure Sache. Die Waffen sind meine Sache. Zu eurer Information. Unsere Standardbolzen werden in Paketen zu je 30 verkauft. Die modernen Bolzen in Paketen zu je 15. Trefft eure Wahl. Gar nicht so schlecht. Ist zwar relativ teuer für 75 Plastiks, meine Rüstung zu verstärken. Und noch ein Verkauf. Der gute Bürgerkrieg, Ritter. Mir geht's wirklich gut. Ja, schön für dich. Ist zwar teuer, aber wir können es uns ja leisten. Und eine Rüstung ist wichtig. Ich weiß, es hätte jetzt auch zu lange gedauert, mal eben in die Vergangenheit zu gehen. Und es ist ja auch völlig irrelevant. So, gehe ich jetzt erstes lang. Schauen wir doch mal beim Laboratorium vorbei. Vielleicht... Hey, das Tor ist neu. Oder alt, je nachdem, wie man es sehen möchte. Vielleicht ist hier was Interessantes. Oh, das Laboratorium ist zu. Wurde das geschlossen? Monitum Publicum. Taskan der Dritte ordnet an, dass die Mitarbeiter des Laboratoriums ab sofort unter Arrest stehen, bis sie auf das Friedensangebot des Königs eingehen. Taskan der Dritte bedauert, dass die Alchemisten ihr Wissen für kriegerische Zwecke nutzen. Denn nur in einem dauerhaften Frieden kann dieses Wissen zum Wohl der Gemeinschaft genutzt werden. Jeder, der die Aufständischen in irgendeiner Weise unterstützt, wird einem Verhör unterzogen, auf das der Krieg bald beendet ist. Ah, interessant. Okay. Schauen wir mal. Hier ist nichts. Ich gucke mich schon wieder nach Bienennestern, wo hier gar keine sind. das Spiel... sorgt dafür, dass man ziemlich blöde Angewohnheiten kriegt, wie zum Beispiel das Bienennester suchen. Aber egal. Hallo! Ah! Sie belästigen eine Dame! Ah! Ich hasse die Ritter! Ich hasse den Krieg! Ah! Ich sag ja mal wohl nichts zu, oder? Nun gut.
auch immer. Was haben wir denn hier Schönes? Hallo. Monich Publikum, Tuscan der Dritte ordnet an, dass alle Männer des Parks der Tapferen so lange unter Arrest stehen, bis sie ihre kriegerischen Absichten aufgegeben haben. Tuscan der Dritte bedauert, dass sie in ihrem Streben nach Macht die öffentliche Ordnung und die Ruhe der Bürger schwer gestört haben. Jeder, der die Aufständischen in irgendeiner Weise unterstützt, wird einem Verhör unterzogen, auf dass der Krieg bald beendet ist. Tja, ist das nicht so schön, dass hier alles zu ist und alle sich bekriegen? Da ist ein Schalter. Wofür der gut ist, also ich werde ihn jetzt noch nicht drücken, werde ich euch gleich zeigen. Wir gehen erstmal hier hin und reden mit dem Kerl. Hallo. Hey, 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 ein fremder Ritter. Was für eine Überraschung. Seh dich um. Wir befinden uns mitten in einem Bürgerkrieg und es sind keine Ritter in den Straßen. Der König lässt seine Feinde nicht heraus. Er hat sie im Park der Tapferen und im großen Labor eingesperrt. Da fällt mir ein, ich habe gestern Nacht einige Ritter auf den Dächern gesehen. Aber, vergiss es. Niemand weiß mehr, warum der Krieg ausgebrochen ist. Er soll etwas mit einer Legende zu tun haben. Eines Tages soll ein schwarzer Ritter kommen, den Sohn des Königs demütigen und die Leute zwingen, unter seiner Tyrannei zu leben. Ha, so ein Unsinn. Wenn du mal wüsstest, ha? Egal, wir gehen erstmal in die Taverne hinein. Oh, und diesmal haben wir... Doch, wir haben eine Zwischensequenz. Ah, sieh mal einer an. Ein fremder Ritter. Ruhe! Wir werden ihn nicht verraten. Er ist ein Gast. Und die sind zurzeit ziemlich rar. Das ist wahr. Seitdem genehmigt sich fast niemand mehr ein Schlückchen unter Freunden. Ja, ja. Da sind nur wir. Du und ich. Tag für Tag. Und dein Gesicht fällt mir jetzt schon auf den Wecker. Das ist komisch, sehr komisch. Hört nicht auf das, was meine Frau sagt, Ritter. Die lässt keine Gelegenheit aus. Naja, zur Abwechslung sollten wir vielleicht mal eine Partie Schnapp das Banner mit den Rittern spielen. Man sagt, dass Tuscan der Dritte immer noch die Standarte von Thoras besitzt. Die Armeen des Parks und des Labors würden sie nur zu gern in die Finger kriegen. Das würde ihnen Respekt in der Bevölkerung verschaffen. Also, das genügt. Bringt diesen Fremden nicht auf dumme Ideen. Tritt näher, Ritter. Interessant. Natürlich kriegen wir wieder ein kostenloses Zimmer hier, was sehr begrüßenswert ist. Um ihre Überlegenheit zu beweisen, reißen sich die Armeen gegenseitig die Standarten aus den Händen. Ein vulgäres Stück Stoff. Dumm wie Bohnenstroh. Ich denke, der Arrest ist eine schlechte Idee. Die Alchemisten haben nun alle Zeit der Welt, etwas Schreckliches auszuhacken. Aber sprecht mit niemandem darüber, Ritter. Sonst denkt man noch, dass ich ein Anhänger der Alchemisten sei. Okay. Was hast du so Interessantes zu sagen? Ihr solltet von hier weggehen, Ritter. Es herrscht ungesundes Klima hier. Und das alles, weil keiner mehr dem König vertraut. Es ist wegen einer Legende. Es scheint, dass bald ein gefährlicher schwarzer Ritter vom Himmel kommt und die Kontrolle über das Königreich übernimmt. Jetzt glauben die Leute, dass Tuscan der Dritte nicht mächtig genug ist. Ich habe dagegen Angst vor den Leuten aus dem Park der Tapferen. Im Arrest haben sie alle Zeit der Welt, einen üblen Plan auszuhacken. Erzählt das aber nicht weiter, Ritter. Sonst hält man mich noch für einen Anhänger des Parks. Jetzt wissen wir auch, was Zartila meinte. Dadurch, dass wir in der Zeit zurückgereist sind und Leuten davon erzählt haben, was unser Ziel ist, hat sich die Legende des Schwarzen Ritters verbreitet. Und dadurch haben wir als Nebeneffekt diesen Bürgerkrieg ausgelöst. Was natürlich nicht so schön ist. Ärger haben. Wenn die Wachen dich suchen, müssen wir ihnen sagen, dass du hier bist. Aber man sagt auch, dass du nichts Böses getan hast. Gut. Hier hast du dein Essen. Was das Nein. Zimmer betrifft, geh auf die Was? Etage. Nein, ich wollte gar kein Essen kaufen. Ich habe aus Versehen die Leertaste gedrückt. Ja, super. Ich habe jetzt meine Gesundheit und meine Zauberkraft wieder auf Maximum. Aber guckt euch mal an, wie viel Geld ich dafür bezahlt habe. Ich habe nur noch 275 Goldstücke. Also, das hat mal eben 150 Plastiks gekostet, wenn ich das richtig gesehen habe. Na super. Egal, das Geld kriegen wir schon wieder. Ich speichere erstmal. So viel Geld brauchen wir auch nicht, hoffe ich. Von daher ist das jetzt nicht so wichtig. So, da ist noch ein Schalter. Guten Tag, Ritter. Ah,
dieser Krieg. Ich hoffe nur, dass ihr euch da nicht einmischt. Es ist schon so kompliziert genug. Wie mein Neffe Clemens sozusagen pflegt, der Krieg ist eine viel zu ernste Sache, als dass man sie den Militärs überlassen könnte. Na gut, vergessen wir das. Ich war dabei, meine Zimmer zu überprüfen. Ich habe mir gedacht, wenn ein Tyrann den Krieg gewinnt, dann wird es wohl viele Leute geben, die sich hier verstecken möchten. Das wäre ideal, um den Widerstand zu organisieren. Das hätte ich euch nicht sagen sollen. Aber nun ist es geschehen. Super. Ihr seid mir sympathisch. Nehmt euch das Zimmer, das euch am besten gefällt. Es ist gratis. Schönen Aufenthalt in Torres. Trotz allem. Na, danke. Okay. Wir haben ein Zimmer und wir haben ein völlig überteuertes Essen gekauft. Ich meine, das Essen ist doppelt so teuer, wie sich mal die Rüstung zu reparieren lassen. Denkt mal drüber nach. Das ist alles andere als gut. Aber, naja, was soll's. Hallo. Hüps, nochmal. Ein schwarzer Ritter soll kommen und uns unterwerfen. Stell dir das vor. Ihr kämpft doch alle für Hirngespinste. Nein, tut mir nicht. So, haben wir hier noch irgendwas? Hey, das ist zu, oder? Da kommt man vorher durch, wenn ich mich richtig erinnere. Egal. Schauen wir uns erstmal hier weiter um. Nein, da kommt man gar nicht durch. Hier kommt man runter. Sehr schön, denn hier ist nämlich was ich euch zeigen will. Da seht ihr, da ist der Feuer-Dreieinigkeitszauber. Und der ist von einem Gitter gesichert. Und genau hier kommen jetzt die Knöpfe ins Spiel. Denn es gibt, ich glaube, 5 Knöpfe. Und wir müssen alle diese Knöpfe drücken, um dieses Gitter zu öffnen und an den Dreieinigkeitszauber zu kommen. Und das wird jetzt erstmal unsere Aufgabe sein, nämlich diese Knöpfe zu finden. Und da bin ich jetzt runtergefallen. Das war egal, denn das ist, soweit ich weiß, der Weg in die Festung hinein. Und den möchte ich jetzt noch gar nicht gehen. Ich schaue mich nämlich jetzt erstmal nach den Knöpfen um. Und ich weiß glücklicherweise, wo die ungefähr zu finden sind. Einer müsste nämlich hier sein. Sehr gut. Drück mal den Knopf, genau. Und jetzt seht ihr auch, warum ich die noch nicht gedrückt habe, denn man sieht dann, wofür die Knöpfe da sind. 4 weitere noch. Ich werde erstmal wieder zum Eingang der Stadt gehen, denn da haben wir einen Knopf übersehen. Oder ich habe ihn zumindest gesehen. Vielleicht habt ihr ihn ja im Video gesehen. Das weiß ich nicht, aber egal. Vollkommen egal. Ich weiß ja, dass er da ist. Und zwar müssen wir hier hochklettern, soweit ich weiß. Hopp und hopp und hopp. Na, ich sagte hopp. Und hier in der Ecke ist der Knopf. Ziemlich gut versteckt. Und ich habe ihn wirklich übersehen. Und ich habe erst später wieder daran gedacht, dass er hier der Zauber ist. So. Dann haben wir als nächstes ja gesehen, beim Park der Tapferen war ein Knopf versteckt. In der Taverne. Und dann fehlt noch ein Knopf. Da weiß ich aber Gott sei Dank, wo der ist. Das werde ich euch dann zeigen und ihn drücken und dann holen wir uns den Zauber. So, ach ja, genau, der war hier um die Ecke. Na, kletter da hoch. So, Knopf Nummer 3. Dann fehlt noch, also wir können uns leider auch nicht unter dem Gitter durchquetschen. Wir müssen warten, bis der Zauber rausgespült wird. Dann haben wir den 4. Knopf in der Taverne. Wo ich auch nochmal schnell speichern. Nein, ich werde nicht speichern. Ich werde nur den Knopf drücken. Ich finde es interessant, dass das überall hier verteilt ist und sogar in der Taverne drin. Also wer auch immer das eingerichtet hat. Aber ich will mich nicht beschweren. Er hat einen Zauber dahinter gepackt und den nehme ich doch echt gerne an mich. Denn Zauber sind immer gut, Zauber sind schön und Zauber sind vor allem sehr, sehr mächtig. So, wir gehen mal in den Brunnen rein, denn guckt mal einer an. Jemand hat den Aufzug wieder eingebaut. Gehen wir doch mal runter und schauen, was uns da erwartet. Und ihr habt es vielleicht schon gesehen. Da ist der letzte Knopf versteckt. So, schauen wir uns mal um, ob wir wieder Probleme mit Fledermäusen bekommen. Hey, es ist fledermausfrei. Das ist aber sehr gut. Dann gehen wir erstmal hier runter. Und der Knopf ist immer noch da. Das ist auch sehr gut. Dann schauen wir uns mal an, was wir hier so Schönes finden können. Genau, das geht wieder runter. Ich werde, glaube ich, auch erstmal die Kanalisation noch erforschen. Soweit ich weiß, geht es hier nicht mehr in die Festung hinein, aber
Vielleicht kommen wir woanders raus. Ich glaube, hier kommen wir ins Laboratorium. Bin mir nicht sicher. Oder ist da zu? Oder soll ich das erforschen? Nee, hier gehe ich lang, wenn wir da wirklich lang müssen. Das gucke ich mir später an, versprochen. Aber jetzt mache ich erstmal noch andere Dinge. Zum Beispiel mir diesen Zauber holen. So. Hopp. Und einmal den Schalter gedrückt. Und da kommt der Zauber hinaus. Sehr schön. Dann können wir jetzt wieder hier ohne Probleme nach oben. Aha, schade. Einen Aufzug knapp verpasst. Aber immerhin diesmal nicht in unseren sicheren Tod gestürzt, sondern den Aufzug getroffen. Sehr, sehr gut. So. Wo war der Zauber nochmal? Ach ja, genau, bei der Festung. So, einmal dahin. Leider gibt es diesmal keinen Schuhmacher. Zumindest haben wir noch keinen gefunden. Und plupp, da haben wir die Focus Magicum 3 Einigkeit. Du bist jetzt Meister der Magie. Focus Magicum 3 Einigkeit. Sehr schön. Den werden wir natürlich auch einmal demonstrieren. Machen wir es denn da? So. Herr Waffer. Aber dafür gehen wir mal ins Trockene. Das ist hier ja nicht so schön. So. Yay. Ich glaube, der hat eine höhere Reichweite als die anderen drei Einigkeiten. Aber ich weiß es nicht genau. So. Puh. Ich weiß jetzt nicht, was ich noch genau tun soll. Und jetzt noch großartig irgendwie in die Festung einsteigen oder so. Dauert mir ehrlich gesagt zu lang für die Folge. Und da wir beim letzten Mal eine lange Folge hatten, würde ich sagen, machen wir diesmal eine etwas kürzere Folge. Und ich speichere hier. So. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Also macht's gut und bis dann.